Guten Morgen. Guten Morgen. Was esst ihr da? Honigbrot. Lecker, Mama auch. Da. Da. Ganz gemütlich heute, ne? Was guckt ihr da? Papa. Aha. Ja, hier herrscht Chaos, ein bisschen jedenfalls. Wäsche, Spielbogen, Kinder. Aber wir machen heute einen Vlog. So, von mir auch einen guten Morgen. Ich habe gerade geduscht und bin noch nicht so kameratauglich, das Lieben. Deswegen lieber ein bisschen von weiter weg. Ich muss mir jetzt die Haare machen, mich schminken und fertig machen. Da muss ich die Kinder wegbringen. Und ja, after Babybody, ne? Da geht noch was. Also, die Kleine ist jetzt 7 Wochen und ja. Ich fange dann demnächst mit der Rückbildung an und dann auch so langsam wieder mit Sport. Ja, aber im Moment gönne ich mir noch einiges und Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Und ja, jetzt mache ich mich erstmal fertig und dann sehen wir uns gleich. Hier liegt gerade die kleine Maus und schläft. Und Louis hat sie zum Schlafen gebracht heute. Musst du Pipi? Ja. Nee, geh mal schnell. Ich will aber Foto machen, Luca. Ich meine. Spaghetti. Mama, mach mir. Ja, mache ich. Das ist immer so doof bei uns. Die Lichtschalter sind so hoch. Und normalerweise sind sie doch so hier, oder nicht? Und die kommen ja. Also Mila kommt mittlerweile überall an, aber Louis kommt nirgendwo an. Also der muss immer. Also mittlerweile schafft er manchmal mit Hüpfen. Aber ja, der arme Kerl muss nur ein bisschen wachsen, bis er an die Lichter kommt. Aber andererseits ist es auch ganz gut, weil er nicht immer überall das Licht brennt. Da bin ich immer so ein bisschen pingelig, wenn in jedem Raum Licht brennt, wo sich überhaupt keiner befindet. So, und ich habe meine Haare geschnitten. Und ich bin richtig zufrieden damit. Einige von euch haben es bestimmt auf Instagram schon gesehen. Genau, und jetzt kommen meine Locken irgendwie total gut raus. Ich habe es aber noch nicht so gestylt mit diesen Locken. Als die so lang waren, hatte ich gar nichts. Also die waren eigentlich komplett glatt. Und ja, irgendwie locken die sich jetzt wieder so ein bisschen. Finde ich eigentlich ganz hübsch, aber heute mache ich sie nochmal glatt. Und nächstes Mal mache ich sie, glaube ich, mal ein bisschen lockig. Finde das nämlich eigentlich echt ganz schön. Ja. Und genau, ich bringe jetzt gleich die Kinder weg. Die gehen bei ihren Oma und Großvater frühstücken. Und ich gehe, bei uns in die Gemeinde ist ein Ladies Brunch und ja, da gehe ich jetzt hin und lass mich inspirieren. Genau, und
Was soll ich sagen? Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst. Mein Auto hat gestern ganz komische Geräusche gemacht. Und ich habe dann Angst zu fahren. Jetzt will ich, ob ich mit der Bahn fahre. Aber man kann sich echt schnell an so ein Auto gewöhnen. Sonst bin ich ja überall mit Bus und Bahn hingefahren. Gar kein Problem, aber es ist so kalt geworden. Okay, Moment. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Danach werde ich die aber irgendwie wieder abholen. Und ich muss gleich noch ein Geschenk einpacken, weil wir danach auf den Geburtstag, Kindergeburtstag gehen. Und genau. Ich zeige euch mal, was das Geschenk ist. Oh, wo ist es? Da. Und zwar habe ich vom Baby Annabelle so ein Outfit ausgesucht. Das ist mit so einer Jacke, Schüchen und noch so ein Strampler oder sowas. Hat 17 Euro irgendwas gekostet, aber bei Müller gab es auf alles 20%, auf alle Spielsachen. Und ich habe auch schon Geschenke für Weihnachten gekauft. Für Louis hauptsächlich. Für Mila bin ich diesmal echt ratlos. Letztes Jahr hatte ich komplett gute Ideen, aber sie hat zwar so ein paar Wünsche, aber auch, ach, ich weiß nicht, so Mädchenkram. Also sie wünscht sich so eine Fingernagelmaschine, hat sie im Fernsehen gesehen. Und sie wünscht sich eine Armbandmaschine, aber ich denke immer, sowas liegt dann halt schnell auch in der Ecke rum. Und genau, für Louis, der hört gerade zu, kann ich euch gleich sagen, was ich geholt habe. Aber es hat sich richtig gelohnt und ich werde vielleicht am Sonntag nochmal hingehen und den Rest vielleicht nochmal einkaufen. Denn es ist verkaufsoffener Sonntag, wobei ich sowas überhaupt gar nicht gern unterstütze. Ich war eigentlich noch nie am Sonntag einkaufen, aber es lohnt sich diesmal leider. Aber ich wollte euch sagen, bei mir ist es mit den Videos hier ein bisschen schwierig und unregelmäßig. Ziemlich unregelmäßig, weil ich das einfach zeitlich irgendwie gar nicht schaffe. Und ja, dann habe ich ja noch meinen Freund, der nicht so gern vor der Kamera steht. Der ist jetzt arbeiten. Und das sind immer, finde ich, ein bisschen schwierig, ein Video zu machen. Oder ja, keine Ahnung. Obwohl, also, er hat nichts dagegen, aber er möchte halt nicht vor die Kamera. Und ja, deswegen gucken wir mal, wie das hier so weiterläuft. Aber es macht mir nach wie vor Spaß. Und ich denke, ihr kennt mich mittlerweile. Und die meisten, die mich hier abonniert haben, die wissen, dass immer mal was kommt. Und wenn ihr mich vermisst auf Instagram, bin ich halt viel aktiver, weil es da einfach einfacher geht. So, Haare sind glatt. Ich überlege sogar echt noch ein Stück mehr abzuschneiden, so auf die Länge vielleicht. Das sind nochmal fast 10 cm. Aber es waren davor schon 40, die gingen mir bis zur Hüfte, die Haare. Und ich musste mich erstmal überwinden, überhaupt abzuschneiden. Und ich habe echt gedacht, ich werde heulen danach und würde es bereuen, aber überhaupt nicht. Ich finde es richtig gut. Und draußen sieht es aus, als hätten wir es schon 19 Uhr, 18 Uhr. Und es ist gerade mal 9 Uhr. Ja, das Wetter, ich mag es nicht. Ich würde am liebsten auswandern, wenn ich könnte. Vielleicht mache ich das auch irgendwann. Aber ich kann mir nicht, ich mag dieses Wetter einfach nicht. Ich mag es nicht kalt, ich mag es nicht nass. Und ja, ich mag es einfach nicht. Ich mag einfach, wenn die Sonne scheint und irgendwie haben die Kinder gute Laune, ich habe gute Laune. Und man kann einfach viel, viel mehr machen. So, und jetzt muss ich Mila anziehen. Die hat noch nichts an, also einen Schlafanzug, aber noch keine Klamotten. Mila, wir müssen dich mal anziehen jetzt, ne? Mami. Ja. Mama. Ja. Halt. Was? Ja, was denn? Ja, geh dich mal anziehen, bitte. Guck. Mama, ich will das zeigen. Ja, ich packe das immer zur Seite, weil das benutzt Anouk im Moment. Und dann ist ja anders. Habe. Ja. Und man muss Lalala machen. Wie lange geht man hier bitte? Hallo, guten Morgen. Hallo, ihr Lieben. So, anziehen, komm. So, jetzt gucken wir mal in deinen Chaos-Schrank hier.
gleich mal um. Ui, hübsche Mama. Ui, nimm den Stock runter. So, machst du den Schublade wieder zu? Du hast doch so toll deine Schuhe gerade angezogen. Jetzt siehst du wieder aus. Ach, bis man loskommt, dauert immer, ne? Mit drei Kindern. Warum willst du die denn jetzt? Also so kalt ist es auch nicht. Warte. Wo sind meine? Wo sind meine? Ja, da sind meine Füße. Passen die eigentlich noch? Ja. Doch, die passen. Meine Winterschuhe, du. Schrei nicht so. Sollen wir kommen? Aber das muss ich kann ich doch nicht. Nein, ja, dann musst du es erstmal hinstellen. Ja. Ärmel, Arm rein. Warte. Oder was machst du da? Bitte. Kannst du mal deine Jacke zumachen? So. Zack. Warte, ich helfe dir ganz ruhig. Super Trick. Warte. Super Trick. Den hat Papa mir super gezeigt. Ich trete da auch jetzt rein. Oder jetzt machen wir es so, wie machen wir mal los. Jetzt da durch. Irgendjemand. Guck. Jeder will immer irgendwas anderes. Ich will da durch. Und wenn ich jeden hier seine Wünsche von morgens bis abends erfülle. Louis, nein. Andersrum, da ist doch Louis. So. Einpacken. Nimm mich jetzt. Ist das schön? Wollen wir los? Nur, ich weiß es nicht. Wir gucken gleich. Jetzt ist alles nass, jetzt kann ich nicht aussteigen. So, ohne Momento. Oh, der hat mich ja zugeparkt hier. Hallo. Soll ich nicht rauskommen? So, jetzt kommt von da noch einer. Und Mila muss alles überwachen hier. Oh, guckt euch mal die Pfütze da an. Oha. So, wir haben es leider ein bisschen eilig. Ja, mit drei Kindern ist man immer etwas später dran. Hä, wir haben doch Kinder. Sein, bis alle satt sind. Die Kinderwünsche spielen, ne? Dann regnet es auch noch. Ja. Dann hört keiner zu. Jetzt habe ich das Geschenk zu Hause vergessen. Oh, oh. Oh, oh. Mama. Wir haben das später. Wir müssen eher später dahin. Ne, wir schaffen das schon alles. Dann auch Kinder wieder an. Jetzt erstmal zu Oma fahren. So, Kinder sind weggebracht. Und ich fahre jetzt zur Gemeinde und genieße gleich ein bisschen Zeit dort, um ja, vielleicht was Schönes zu hören. Schöne Zeit mit ein paar netten Frauen zu verbringen. Und ja, danach muss ich erstmal nach Hause wieder und das Geschenk abholen. Und dann noch was fürs Buffet. Mal gucken, ob ich das überhaupt alles schaffe. Aber wird schon. Die Veranstaltung ist vorbei, ich bin satt und es geht gleich weiter mit Essen. Und das Blöde ist, ich hätte mal alles mitnehmen sollen, weil der Geburtstag in der gleichen Location stattfindet. Und somit hätte ich mir einen Weg gespart, aber na gut. Ich habe ja auch ein paar Blümchen mitgenommen und ein paar Sachen, die noch übrig waren. Das war richtig schön und nett. Na, Louis, sitzt du im Chaos?
Hä? Wie bitte? Du hast Hunger? Was liegt denn da alles auf dem Boden? Jacken. Jacken, die müssen wir mal aufräumen. Und da hinten liegen noch eure Geburtstagstütchen. Hier liegen noch eure Krönchen. Hast du die gemacht? Ja. Bitte schön. Ja. Guck mal hier, das musst du nochmal in deine Küche bringen. Das ist ein Geschenk für Anouk. Müssen wir auspacken. So, und die Jacken, die müssen wir Oma geben. Ja. Mal wegpacken. So, und wo ist der Rest von deinem Zauberstab? Aber ich habe halt auch gebaut. Boah, Mila, was hast du gebaut hier? Also, ich will Schule spielen. Schule spielen, wir gehen jetzt ins Bett, Mausi. Mama, das wird doch nicht meine. Wo ist meine? Weiß ich nicht. Ich glaube hier. Guck mal. Ein Auto, glaube ich. Nee, ich habe alle mitgenommen. So, komm. Schlafanzug bitte anziehen. Packst du das bitte weg? Ja, voll leer. Super. So, und dann machen wir gleich ein bisschen aufräumen. Hier kann ja kein Mensch mehr laufen. Nee, wir machen jetzt eine Aufklärung. Nee, wir machen jetzt... Heierzeit, ne? So, komm, Mausi. Räum mal auf. Mama. Und unsere Kleinste. Die schlummert hier. Unsere Kräfte fällt die ganze Zeit ab und dann zeig mal. Die fällt die ganze Zeit ab in der Brücke. Wo auch die Kissen sind. Mann, das wird ja immer schlimmer statt besser hier. Was soll das jetzt sein? Ja. Die gemalt haben und dann müssen die gleich nehmen und die das was gemalt haben, die dort kriegen gleich noch eine Blume. Aha. Eine richtige, aber kann sich kein, sondern ein Brot. Ein Brot, okay. Ja. Und wer will, oh hallo, ich mach die Wände an. Hey. Nein, wir machen hier alles ganz neu. Alles neu? Ja, neu. Das finde ich ja toll. Oh, Louis, du machst das aber super. Ich streiche die Wände neu. Schön. Na gut, so, wollt ihr Abendbrot? Und, danke fürs Gespräch. Ja, du sollst da wieder hingehen. Weil so, Mila, wir hatten gestern das Thema, ne? Ja. Willst du was essen oder nicht? Ja. Was? Ein Brot? Emma, kann mir nicht immer so gut entscheiden. Ja, Mila, ich gehe jetzt in die Küche. Brot mit... Leberwurst. Sehe ich müde aus oder sehe ich müde aus? Ich bin auch todmüde. Wir sind vom Geburtstag zurück. Hier herrscht Chaos, aber an so einem Tag mit drei Kindern und so vielen Veranstaltungen, da bleibt halt einfach mal alles liegen und es wird auch nicht weniger, sondern eher mehr. Der Flur ist aber wieder ordentlich, weil mein Akku blinkt. Und wir machen jetzt schnell Abendbrot. Und dann geht's in die Haia. Und ich gehe, glaube ich, auch ziemlich früh in die Haia, je nachdem, wie Anouk mitmacht, weil die macht meistens die Nacht zum Tag. Tagsüber schläft sie meistens eigentlich nur. Nein. Essen! Oh, Essen. Ich will aber nicht. Mila, komm. Du hast gesagt, du willst. Ja, willst ja auch. Dann komm doch. Nee. Ich esse gleich. Ich muss erstmal noch ein bisschen warten. Warte ein bisschen. Warum? Hä, wegen meinem Bauch, weil ich Bauchschmerzen habe. Okay. Ich muss dann ja nochmal die Karte an, damit ich dann... So, guten Appetit, ihr beiden. Hab euch lieb. Ich auch. Ich hatte ja vor einiger Zeit die Nachkontrolle beim Frauenarzt, beziehungsweise vor einiger Zeit, das war... vorgestern. Und alles in Ordnung soweit. Es ging nur ums Thema Verhütung. Und ich war da sehr überfragt, weil ich bestimmt seit meinem, weiß ich nicht wie vielten Lebensjahr, aber auf jeden Fall schon 7 Jahre oder so nicht mehr verhüte. Also ich nehme nichts ein, ich habe nichts in mir gehabt oder sonst was. Warte mal. Ich erzähl gerade. Und ich war ein bisschen überfragt mit der Frage Pille, Stäbchen oder Spirale. Ist ja alles mit Hormonen. Ich habe hier zum einen
die Stillpille. Ich muss hier Werbung einblenden, weil man die Marke sieht. Die Stillpille. Dann habe ich hier die Spirale. Und hier das Stäbchen. Und das Stäbchen habe ich eigentlich schon ausgeschlossen, weil mir das da drinnen nicht so gefallen hat, was da so drin stand. Und ess doch mal dein Essen. Naja, und jetzt bin ich am Überlegen, die Spirale zu nehmen oder halt die Pille. Was sagt ihr? Was nehmt ihr? Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Fan von Hormonen, aber noch ein Kind wäre jetzt doch sehr viel. Mama, ich bin fertig. Ich will nur mit das T-Shirt schlafen. Ja, aber deinen Mund musst du waschen und Zähne putzen, bitte? Nee. Du? Willst du den Stern noch haben hier? Aufkleben, meine ich. Ja. Oh. Ja. Oh, Ali, du kannst ja nicht laufen. Ja. Hier auch. Auch da? Ja. Mal so. Ja. Oh, die leuchten. Leuchten die? Ja. Super. Du musst dich noch die Bubi holen da. Und die Laschentampe, die kommt fett. Oh, Baby weint. Oh. Dann leg dich mal hin, schau mal. Zieh mir deine Socken aus. Musst du noch Pipi? Geh noch mal schnell, komm. Schnell Pischern einmal. So, Milli Maus, komm. Oh, Anouk wird dahin auch schon zappelig. So, komm mal. Ja, machen. Ich werde jetzt schnell den Vlog beenden, weil der Akku schon blinkt. Und Anouk wird wach. Das heißt, ich muss sie gleich mit hierher nehmen und dann bringe ich Mila ins Bett. So mache ich das meistens. Und dann gehe ich auch schlafen, wenn die alle im Bett sind. Weil die Nacht wieder sehr kurz sein wird. Und Mila klettert da hinten gerade rum. Und sie durfte jetzt ausnahmsweise das Zimmer so lassen, weil das ist ihre Schule. Und ihre Schule kann sie ja jetzt nicht abbauen. Genau. Baby wein, schnell Mili, schnell ins Bettchen. Komm, Ossi. Hallo, ihr Lieben. Ich will jetzt auch ein paar Sachen erzählen. Also Baby weint ja schon. Mama hat sie auch schon erzählt. Und ich durfte einmal auf die Klettern oder so. Klettern und ja. Tschüss. Bis nächstes Mal. Bis morgen. Nun kommt jetzt auch Nina Kind. Hallo, warum meinst du jetzt? Und jetzt weil nur mal Anouk. Und das ist ja auch ein bisschen rezeptisch. Also rezeptisch, meint ich. Ja. Mama, ich will dir ja noch eine Sache erzählen. Warte, kannst du mir jetzt? Ich sag nur einmal Tschüss, okay? Sagen wir Tschüss, Magi? Ja, ich weiß, du hast Hunger. Also, Tschüss.